the mighty Uwe Barton. Als ich angefangen habe, Reggae zu hören, gingen wir zu Hause, bei uns zu Hause, gerade durch so eine Phase, wo es familiär ziemlich gekriselt hat. Also damals, ich war ja damals noch relativ jung, 14, 15 so, und da hatten sich gerade unsere Eltern getrennt, was für uns eigentlich ein ziemlich großer Schock war, weil wir uns das bis zu dem Zeitpunkt so überhaupt gar nicht haben vorstellen können. So, ist natürlich auch so, wenn man seine Eltern von Geburt an zusammen kennt und dann plötzlich hört, sie wollen sich trennen, dann ist es nicht so leicht, das zu verstehen oder zu verdauen. Das war interessanterweise genau der Zeitpunkt, wo halt auch die Reggae-Musik in mein Leben kam. Und für mich war von dem Zeitpunkt an Reggae immer, wurde immer mehr zu so einer Art Orientierung auch so. Also ich habe immer angefangen Reggae zu hören, wenn die Stimmung bei uns zu Hause nicht so gut war. Und angefangen mich mit den Texten zu befassen und entdeckt, was da für eine tiefe Botschaft auch hintersteckt. Als ich dann angefangen habe, selber diese Musik zu machen, als ich so durch meine Dancehall-Phase hindurch war, das eigentlich auch als mein oberstes Ziel oder zumindest meine Richtung angesehen, dass ich halt ganz gerne auch was von dieser positiven Message, so wie ich sie mitbekommen habe, auch weitergeben möchte. Sondern sie hat sich ja entwickelt aus dem Volk und aus der Kultur, aus der Musik, die damals auch schon da war. Nur die Inhalte und die Botschaften, die damit transportiert worden sind, das war halt schon auch etwas, was aus dem jamaikanischen, aus dem schwarzen Volk herauskam. Eine Stimme, der eigentlich bis dahin unterdrückten, ja, auch heute immer noch unterdrückten, aber die halt durch die Reggae-Musik damals ein Sprachrohr bekommen haben, um sich halt, und das ist halt wichtig, bei der jungen Generation Gehör zu verschaffen. Man sollte unterscheiden zwischen dem, was die Musik ist und was die Musik darstellt, und dem, was und der Geschichte der Musik, also wie die Musik entstanden ist. Ne? Es ist richtig, die hat einen schwarzen, wenn man das so sagen will, schwarzen Ursprung, oder ist aus einer schwarzen Kultur, einem schwarzen Volk heraus entstanden. Aber ich kann mich erinnern, die Botschaften, die Messages auch in den ersten Songs waren immer: Reggae is universal. Also die
Jamaikaner selber haben diese Musik mit Sicherheit nicht gemacht, damit es nur oder sich damit nur an die schwarzen Menschen auf dem Erdball wenden zu wollen, sondern die haben von vornherein dieses Sendungsbedürfnis gehabt, das auch wirklich der ganzen Welt mitzuteilen, was sie halt zu sagen haben. Es ist die Stimme eines Volkes, was sonst nicht gehört worden ist und was nicht mit Glitter und Glamour daherkam und nicht mit dicken Limousinen und nicht mit viel Geld, sondern das war eine Musik, die vom Rhythmus her das Herz ansprach und von der Message, von der Botschaft her den Geist, kann man das sagen, erhoben hat. Uplift the Spirit. Gonna do now. Tell me if they really want more blood to run. Oh, tell me if that is what they really want. What they gonna say now? When it's too late. Light a fire up. Tell me what are they going to do, yeah. Reggae und Rasta-Musik will nicht die Menschen hypnotisieren und sie in eine willenlose Masse umerziehen, sondern sie will eigentlich genau das Gegenteil, dass Menschen selbstständig denken können und dass Menschen sich emanzipieren und für ihr Recht einstehen und selbstbewusst werden und in Frieden und in Liebe und in Einigkeit miteinander leben und den Weg dahin auch finden. Und das, denke ich mal, möchte Reggae einfach auf dem Weg dorthin helfen und einfach dabei helfen, das Bewusstsein zu öffnen dafür. You see, it's a long, long time they're trying to divide humankind into races and races and races. But if a race calls out into racism, then there can't be no winner. It's a damn disgrace. Ist einer von meinen Songs, wo ich singe, es geht halt um Race, also um Rassen. Ja, und da sage ich halt einfach, dass, schau mal, als ich zur Schule gegangen bin, ich bin jetzt Jahrgang 1965, ja, als ich in den 70er Jahren zur Schule gegangen bin, da wurde uns in den Schulen noch erzählt, dass die Menschen aus verschiedenen Rassen besteht. Ja, aus der europäischen Rasse und aus der Negritenrasse, so wurde das damals genannt. So, das wurde allen Ernstes, stand das noch so teilweise in den Schulbüchern. Ja. Und mittlerweile ist aber die Wissenschaft so weit, dass sie sagen, so, ey, das funktioniert irgendwie nicht. Wenn man sich die Menschheit als solches betrachtet, kann man diesen Begriff der Rasse, der vielleicht auf Hunde, auf einen Pinscher und auf eine Dogge zutreffen würde, trifft auf die Menschen einfach nicht zu. Ich hoffe, dass Reggae ein bisschen was dazu beitragen kann, das Bewusstsein einfach zu schärfen und es helfen kann, es so weiterzuentwickeln, dass dieser Schritt, diese weiteren Schritte von der Menschheit aufeinander zu halt weiter unterstützt werden können und begleitet werden können und einfach einfacher gemacht werden können.
Wenn man jetzt zum Beispiel die Teachings, also die Lehren von Rastafari auch hinzuzieht und nach dem geht, was Haile Selassie selber persönlich auch gelehrt hat, sodass man die Hautfarbe eines Menschen nicht höher bewerten sollte als wie die Farbe seiner Augen, und zwar überhaupt nicht. Also dass die Hautfarbe eines Menschen unwichtig sein sollte, dass alle Menschen gleich sind, insofern, dass es halt auf die inneren Werte ankommt und eher auf das ankommt, was wir als Menschen tun, als auf das, wie wir halt aussehen oder mit welcher Hautfarbe wir geboren werden. Die jamaikanische Sprache an sich selber ist nicht immer so wörtlich zu nehmen. So wie bei uns im Deutschen kann man ja auch nicht alles, es gibt ja viele Redewendungen, die halt, die man natürlich nicht wörtlich nehmen kann. Das ist im Jamaikanischen fast noch ausgeprägter so. Danke dafür alles, was du tust. Danke für alles, was du tust. Danke dafür alles, was du gibst. Danke für alles, was du gibst. Danke dafür alles, was du bist. Danke für alles, was du gibst. Danke, da ist unser Licht. Wir sind so dankbar für das Leben, das du alle gibst. Und dass am Ende die Gerechtigkeit für immer blieb. Was wir auch machen, wir werden nie vergessen. Für Gesundheit zu danken, wie für das Trinken und das Essen. Obwohl die Zweifler jeden Tag in unseren Ohren sind, willst du uns weiter, so dass wir niemals verloren sind. Ihr werdet lachen und denkt, das ist vermessen. Worin wir sagen, und glauben Sie, wie wir besessen. Danke dafür alles, was du tust. Wir danken für alles, was du tust. Danke dafür. Was ist das? Ich würde sagen, einfach more blessing, one blessed love. Rastafari, look, seek for the truth is within yourself, die Wahrheit ist in euch. Und dort müsst ihr sie suchen und dort werdet ihr auch, werdet sie auch finden.